Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM19. Ja, die letzten paar Tage im Jahre 2025 stehen an. Schauen wir mal, ne? Wir haben nochmal Wolverhampton Wanderers, bis es dann halt zum Neujahrstag geht. Wir hatten jetzt zuletzt einen Sieg gegen Liverpool, das war stark, aber müssen halt jetzt komplett rotieren. Liverpool übrigens 1-0 gewonnen, Arsenal hat auch 1-0 gewonnen und wir müssen gegen Wolverhampton ran, die momentan auf Platz 15 stehen. Joa. Das wird schwer, glaube ich. Wir haben komplett rotiert. So sieht's aus. Also ich glaube, mit dieser Elf wird's ein bisschen schwieriger als sonst. Normalerweise sollte das natürlich ein Sieg werden. Aber heute kein Nokio dabei, kein Panagopoulos dabei. Einfach nur, damit die Jungs sich schonen können für den Neujahrstag, wo es dann auch wieder schwierig wird. Ist ja immer so, dass dann Dezember, Januar eine schwierige Phase ist mit vielen Spielen. Aber ich hoffe, wir kriegen das hin. Wir spielen gegen eine Fünferkette. 5-3-2 ist es, was Wolverhampton hier auf den Platz bringt. Na, dann mal gucken, ne? Westergaard und Denayer sind hinten in der Innenverteidigung auf den, ja, ansatzweise Außenpositionen in der Fünferkette, in der Mitte halt, was auch immer. Wir gucken einfach mal, ne? Wir spielen in unseren Heimtrikots von links nach rechts. Wir spielen gegen die weißen Trikots von Wolverhampton und hoffe auf ein gutes Spiel. Aber am allerwichtigsten sind natürlich die 3 Punkte. Und City führt nach einer Minute schon mit 1-0. Phil Foden hat das Tor gemacht. Ich glaube, wir müssen heute leider ein bisschen warten. Ein bisschen länger auf jeden Fall als City, weil die führen nach 4 Minuten jetzt schon 2-0. Da ist Jota und da ist Emerson. Ja, läuft sogar gut durch. Die Flanke sieht okay aus, aber Westergaard ist natürlich sehr, sehr schwer schlagbar in der Luft. Das war ein guter Ball auf Dalot. Guter Ball. Ah, schade doch nicht. Hoi! Nice. Wow. Kelaber mit einem wunderschönen Treffer. Das habe ich jetzt nicht wirklich mitgerechnet. Also Luis mit einem guten Ball auf Dalot. Die Flanke leider nicht perfekt, ne? Aber dann wird der Ball zu Kelaber abgefälscht und der, ja, knallt so ein schönes Ding links oben rein. Geiles Teil. Und sehr schön. Und Führung doch schon relativ früh nach 9 Minuten. Wollten mich gerade erst sagen, ich glaube, wir werden hier ein bisschen länger warten müssen. Gerade mit der Fünferkette, aber müssen wir anscheinend nicht. Hallo, nächster Ball in die Mitte kommt leider auch wieder nicht an. Pogba rennt mal, aber schießt dieses Mal leider zu hoch. Ja, Poggi, du weißt doch, du musst eigentlich flach schießen, ne? Oh, und kaum macht Gilabert so ein schönes Tor, kriegt er eine Schienbeinprellung ab. Sollte aber mindestens noch bis zur Pause gehen. Wir haben auch noch Ousmane Dembélé und Pogba. Oh, gute Parade. De Ligt legt ab und super scheitert leider am Gegner. Kurz vor der Linie, minimal auf der Linie. Den Ball abgewehrt vom Keeper. Poncio heißt er heute. Hljmark, der spielt immer noch. Müsste ja nicht auch mittlerweile schon irre alt sein. Also ich würde schon schätzen, der ist mittlerweile in echt so 26. Mindestens. Wow. Was? Holy, was? Okay, das hat jetzt immer gar keiner kommen sehen, oder? Also Emerson bekommt den Ball von Strakosha. Ich dachte, der geht jetzt irgendwann zur Flanke über. Aber er rennt und rennt und rennt. Holy shit. Alter! Yo! Was für ein geiles Tor! Was für ein unfassbar geiles Tor! Holy shit, Emerson, Alter! Krass! Oh, er hat einen rausgehauen! Alter! What the fuck? Das habe ich auch noch nicht gesehen! Krass! Krass! Boah, geil! Nice. Alter. Alter. Unglaublich. So, wir haben noch eine Szene vor der Halbzeitpause. Das ist ein guter Ball auf Salvadore. Der muss auf die Außen. Das ist Gilabert nochmal. Dieses Mal schießt er nicht. Oh, das ist ein Elfmeter. Ja, Wolverhampton stellt sich nicht gut an, ne? Ich meine, das ist gut für uns. Pogba wird jetzt bitte das 3-0 machen. Oh,
es ist knapp immer, ne? Aber Pogba ist einfach so gut im Elfmeterschießen, dass er halt trotzdem das Ding easy reinmacht. Auch wenn es knapp aussieht gegen Ponzio. Sehr knapp sogar. Aber schöner Elfmeter, 3 zu 0. Läuft bei uns. Wie alt ist denn jetzt eigentlich Helge Mark? 33. Ja, fast. Ich wollte 26 sagen, ist er alt, ist aber 27 in echt gerade. Nee, Quatsch. Doch. Ich dachte, er ist im Dezember geboren, aber oh, hab mich verguckt. Jungs, das ist super. Das ist richtig gut sogar. Lass uns einfach durchlaufen. Gucken so ein bisschen auf die Kondition von Gilabert, falls wir ihn auswechseln müssen. City bleibt bisher bei dem 2 zu 0. Leicester führt die Spurs für ein 2 zu 0. Hat sich Martial allerdings verletzt gegen Burnley. Portsmouth gegen Huddersfield noch 0 zu 0. Leicester hat gerade das 2 zu 0 gemacht gegen Stoke. Da hat Mason Greenwood beide Tore gemacht und weiterhin sieht die Kondition bei Gilabert eigentlich gut aus. Da muss man aktuell nichts machen, aber ich glaube, allzu lange lasse ich ihn auch nicht mehr spielen. Einfach nur, damit das Risiko nicht so groß ist. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. So, dann nehmen wir... ja, komm, Harry Winks darf nochmal rein. Dann geht Pogba mal auf die 10. Passt. Da ist er nochmal. Seine letzte Aktion jetzt wahrscheinlich. Der kommt hier nicht gut durch. Wir hatten bisher übrigens mit einem Torschuss. Ja, versuchen uns klug auszuspielen, wenn die Flanke kommt, aber wieder nicht. Justin Super unten wäre ganz schön viel Platz für Emerson. Haut er etwa nochmal so einen raus? Nee, bringt den Ball auf Jota, aber auch der kommt nicht vorbei. Pogba! Schade. Also Pogba, ne, der hat echt ab und zu richtig Bock auf die schönen Distanzschüsse. Gehen leider nicht so oft rein. Selten. Spiel auch sehr verflacht, ne, in der zweiten Halbzeit. 15 Minuten haben wir noch. Steht weiterhin 3 zu 0. Ich meine, für uns ist es gut. Hier wird nicht so viel mehr passieren wahrscheinlich. Ah, Jalo leider zum Gegner. Hat er nicht geschafft, Pogba anzuspielen. Schön von De Ligt. Kein Abseits für Salvador. Salvador 1 gegen 1. Schönes Ding. Da hat sich das endlich mal gelohnt, dass jemand einen Lupfer auspackt. Denn das war ein guter Lupfer. 4-0. Und Salvador mit seinem 7. Saisontor. Schön energisch hier reingegangen von De Ligt, der dann halt gleichzeitig den perfekten Pass spielt. Der Lupfer, der ist wunderschön. Endlich mal. Trotzdem bitte nicht so oft machen. Beim 3-0 geht das okay. Ist super okay. Ist klar, dass man das da machen darf, aber bitte nicht beim 0-0, wenn man hinten liegt, oder bei nur einem 1-0. Da möchte ich das bitte überhaupt nicht sehen. Was könnte man noch wechseln? Eigentlich nicht so viel, ne? Ich lasse die einfach mal durchspielen. Könnten ja auch ein Päuschen bekommen jetzt gleich. Alois hat sich ja... Stimmt, der wurde ja ein bisschen kaputt getreten. Jetzt hat er noch einen Schlag abbekommen. Dann kommt mal Cesar rein für ihn. Für die letzten paar Sekündchen ja eigentlich schon fast. Portsmouth hat den Treffer gemacht gegen Huddersfield in der 87. Während Shinton bei Huddersfield sogar noch eine rote Karte bekommen hat. City bleibt beim 2 zu 0. Die Spurs haben noch den Anschlusstreffer kassiert von Augustine, aber ich glaube, da wird nicht mehr so viel passieren. Mason Greenwood hat sogar noch den Hattrick vollständig gemacht gegen Stoke und wir gewinnen 4 zu 0. Sehr nice, Jungs. Man of the Match, De Ligt. Mit seiner Vorlage. Strakosha mit einer Vorlage und Dalot mit einer Vorlage. Wunderschönes Tor von Emerson. Krasses Teil, das würde ich mir gerne nochmal anschauen. Es, wirklich, das kam so aus dem Nichts, ne? Weil ich habe noch nie gesehen, dass von da ein Tor gemacht wurde. Also auch, dass man es gewollt hat, ne? Weil eine missglückte Flanke, die zu einem Tor wird, das habe ich schon natürlich ein paar Mal gesehen in den ganzen Spielstunden, die ich im FM habe, aber so ein krasses Ding, ne? Boah, dass es auch noch gewollt war. Noch nicht. Wir bleiben 4 Punkte vor Liverpool und 4 Punkte vor City. Müssen uns halt weiterhin ranhalten, ne? Lewis fällt 1 bis 2 Tage aus, Gilabert 1 bis 3 Tage. Und wir müssen bald...
1,4 Millionen an Real Madrid zahlen, wenn Cesar noch 5 weitere Einsätze bekommt. Das wird noch ein bisschen dauern. Im Winter haben wir jetzt nicht großartig was vor. Ich würde nur gerne Callum Allen auf jeden Fall noch verkaufen, plus den Rest, der noch in der U18 rumgammelt. Das wäre ganz schön. Cook geht ja schon zu Portsmouth. Bin gespannt, wie er sich dann da machen wird. Verkaufen werden wir natürlich nichts, weil das würde für uns keinen Sinn machen. Warum sollten wir auch irgendwas verkaufen wollen? Jetzt gleich am Donnerstag kam, war Watford, Platz 17, also nochmal ein bisschen schlechter als Watford, als Wolverhampton. Danach haben wir Oldham Athletic, die sollten wir eigentlich auch schlagen, wenn man mal ehrlich ist. Ein paar von unserer Ex-Spielerliste, keine Ahnung, warum Ramsey hier noch drauf ist, eigentlich sollte der schon längst weg sein. Bei denen läuft der Vertrag aus. Kane Walsh unter anderem, der, wie viele Spiele hat denn der mittlerweile gemacht? Oh. Gefühlt gar keine. Ja gut, gucken wir am Ende der Saison nochmal rauf, ne? Gary Evans leider auch ein bisschen verletzt, aber trifft uns nicht so schwer, weil er halt wirklich nur absoluter Backup-Spieler ist. So, wir löschen das hier schon mal. Weil jetzt gleich werden logischerweise wieder Panagopoulos und Nukio spielen. Chelsea gegen Fulham am 29. Dezember endet mit einem 3:0 für Chelsea. Die, glaube ich, damit auch etwas dranbleiben oben. Hab's jetzt nicht mehr genau im Kopf, wie die Tabelle aussah, weil ist ja noch sehr früh, ne? Also ich glaube, erst in 5 Spieltagen kann man da wirklich genauer drauf achten. Trotzdem ist es natürlich schön, dass man aktuell immer noch einen Vorsprung hat von 4 Punkten. Ja, es geht, ne? Also es sind auf 3 Punkte an Liverpool und City dran, aber es sind immer noch 7 Punkte auf uns. Aber kann natürlich noch alles passieren, ne? Callum Allen hatte bei seiner Leihe bei Atlanta United jetzt in 34 Spielen 24 Tore und 3 Assists gemacht. Wow, ist okay. Wir haben ja quasi das Team of the Week. Nur Embolo von Portsmouth, Greenwood mit seinem Hattrick von Leicester und Simon von West Ham sind nicht von uns. Der Rest ist nur von uns. Selbst Salvador ist drin mit nur einem Tor. Uns werden Innenverteidiger und Außenverteidiger empfohlen. Ich würde sagen, nein, brauchen wir nicht. Calabria wird hoffentlich auch bald wieder fit werden. Oh, Leute. Ich habe gerade einen Erfolg bekommen und das... Oh, shit, wie geil. Das habe ich noch nie geschafft, Leute. Das habe ich noch nie geschafft, aber ich hab's geschafft, dass ein Spieler von mir den Ballon d'Or gewinnt. Jawohl, Jungs. Nukio, Alter, ich liebe dich so sehr, ne? Holy fuck. Leute, mal ganz ehrlich, ne? Ich weiß ja, es ist ja nur ein Spiel und so, ne? Und Fußball, ja klar, ist man nur mit Leidenschaft dabei, ne? Aber holy shit, ne? Ihr könnt mich in 15 Jahren fragen, ne? Wer war der beste FM-Stürmer aller Zeiten für dich? Und ich werde euch wahrscheinlich immer noch sagen, Lucien Nukio. Was für ein geiler Typ. Ist wirklich der allererste Spieler, bei dem ich es schaffe, dass der den Ballon d'Or gewinnt. Für mich halt logischerweise, ne? Also nicht für mich, sondern halt ein Spieler von mir. Das habe ich noch nie geschafft. Ich habe schon so viele krasse Vereine trainiert. Schon so viele krasse Spieler gehabt, die auch teils vielleicht sogar ein bisschen bessere Stats hatten als Nukio, wobei das ja meistens schwächere Ligen waren. Aber jetzt endlich geschafft, dass ein Spieler von mir den Ballon d'Or gewinnt. Holy fuck, also Nukio, Hut ab, ne? Was für ein geiler Spieler du bist. Der beste Spieler der Welt, ja, ist einfach so, ne? Ist unglaublich. Alleine die Statistik halt immer noch, ne? 57 Spiele bei Portsmouth, 51 Tore bei uns, jetzt 51 Einsätze bei United und 45 Tore. Unglaublich, dieser Typ. Er ist einfach nur unglaublich. Also, mehr kann man da gar nicht mehr zu sagen. Mbappé gewinnt den World Player of the Year. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum die Awards immer noch beide drin sind. Wo er, gut, was heißt hier, warum? Es ist halt so. Aber World Player of the Year ist, glaube ich, nur von der FIFA. Also, sprich, dieses The Best. Aber hier haben wir auch nochmal World Player. Ach genau, hier ist es das World Soccer Magazine, wo Nukio noch a Player of the Year wurde. Ich glaube, hier FIFA World Player of the Year ist halt dieses The Best, was jetzt seit 2-3 Jahren den Ballon d'Or abgelöst hat. Und der Ballon d'Or ist halt von der
L'Équipe heißt sie, ne? Glaube ich, richtig ausgesprochen. Die französische Fußballzeitschrift halt. Die auch gefühlt nur 2 Zehner-Ratings pro Dekade halt verteilt. Auch die Copa Trophy bekommt er, ich glaube, 3 Jahre in Folge. Ja, für den besten Jugendspieler ist halt Schwachsinn, aber ja, 3 Jahre in Folge, Nokio jetzt gewonnen. Ich meine, er ist immer noch unter 21. Ter Stegen ist Torhüter des Jahres. Wow, Strakosha auf Platz 2. Alter. Na, sieht man mal einer an, ne? Ich glaube, Nokio war nicht mal ansatzweise in der Verlosung bei der World 11 oder halt in den ganzen Awards, als er noch bei Portsmouth bei uns war. Aber kaum sind wir jetzt bei einem Verein mit richtig viel Prestige, sind die natürlich alle dabei, ne? Selbst Trakosha, der ja gar nicht so krass war, ist auf Platz 2 gelandet. In der World 11 haben wir Nokia und Kimpembe drin, Strakosha, De Ligt und Panagopoulos. Also ich finde nicht wirklich, dass jetzt Nokia viel, viel krasser spielt, als er bei Portsmouth gespielt hat. Das ist halt alles, wenn es bei Portsmouth eine 9 von 10 war, ist es jetzt eine 10 von 10 halt. Das gleiche bei Panagopoulos eigentlich. Und da waren die wirklich nicht mal ansatzweise in der Nähe, aber schön zu sehen, dass wir halt in der Startelf 2 Spieler haben, in der World 11 und 3 Spieler nochmal auf der Bank. Justin Zuber ist Afrika-Fußballer des Jahres geworden. Vor Kessié und vor Bertrand Traoré. Sehr schön, freut mich für ihn. Hat er sich auch verdient, richtig starke Saison bisher. Nokio ist der Fußballer des Jahres aus Frankreich. Ja, vor Mbappé, der World Player of the Year wurde von der FIFA und vor Lemar. Hier nochmal, ach guck mal, beim Midfielder of the Year ist Justin Zuber nur auf Platz 2 gelandet vom Afrikanischen Fußballverband. Justin Zuber hat seine Aussicht um mich gewidmet. Was ein geiler Typ. Ach, wunderschön, ey, aber Nukio, ey, unglaublich. Dass ein Spieler von mir endlich mal den Ballon d'Or gewinnt. Also den Erfolg, den klatsche ich mir gleich ins Steam-Profil, ne? Also da bin ich jetzt richtig stolz drauf. Ich guck mal nebenbei, wir haben ja noch kurz Zeit hier, was ich so für Achievements reingepackt habe auf mein Showcase. Habe ich vom FM 2018, dass ich eine komplette Saison lang ungeschlagen war, ja, das war, oh, Luis, 1 bis 3 Tage zum Glück, ne? Das war mit Split. Was für eine Saison, ey, holy shit, ey. Dann die Hall of Fame, in die ich das geschafft habe 2014, also FM 2014, Newcastle gegen Huddersfield. Hatte 2015 auch schon mal einen Run, wo ich 30 Spiele nicht verloren habe. Das war, glaube ich, bei Zenit St. Petersburg. FM 2016 habe ich, ach genau, International Continental Competition gewonnen. Das war, glaube ich, der Afrika Cup, den ich gewonnen habe mit Kamerun. Oh, Huddersfield hat 3-1 gewonnen gegen Newcastle United. Dann 5 verschiedene Top League Competitions gewonnen im FM 16. Das war so anders nochmal. Ich überlege gerade, was das für ein Safe war. Ich glaube, das war der Safe, wo ich bei Arsenal war. Oh, das ist schwer so lange her, ne? Wollen wir die Saisonziele ändern? Nö. Das würde nur zusätzlichen Druck geben. Moussa Baro ist bei Arsenal im Gespräch für 91 Millionen. Das wäre ein interessanter Transfer. Was habe ich noch? 10 Manager of the Year Awards bekommen im FM 17 und der letzte. Das letzte Achievement. Oh, guck mal, Watford macht ein Angebot. Was? Er war immer ganz ehrlich, ne? Der Typ, entschuldigt jetzt meinen Ausdruck, zerfickt halt die MLS, ne? Und trotzdem möchte Watford nur so mini. Ja gut, sein Vertrag läuft noch ein paar Monate. Okay, das ist okay. Ich habe nichts gesagt. Wenn der Vertrag nur noch ein paar Monate läuft, ist es okay. Es tut mir leid. Er hat trotzdem die MLS zerfickt. Es tut mir leid. Aber das Wort muss jetzt auch mal in den Mund genommen werden, weil es auch einfach so ist. Es tut mir leid. Masao Kawamura ist bei Schalke im Gespräch. Der ist anscheinend auf unserer Shortlist, weshalb wir die News bekommen. Aber wie gesagt, wir brauchen jetzt nichts. Groningen möchte Maxi Wibbe haben und Lewis Cook geht zu Portsmouth, hat trotz 5 Millionen Ablöse nur. Marktwert 25,5 Millionen. Verdient da jetzt 200.000. Bei uns waren es bisschen mehr, ne? Panagopoulos ist Young Player of the Month. Ja, kennen wir ja alle schon.
Und Tor des Monats logischerweise Emerson, ne? Ich meine, was anderes ging jetzt auch nicht. Das muss selbst der FM anerkennen. Pep wurde Manager des Monats. Ich auf Platz 3, Simeone noch dazwischen. So, ich wollte noch gucken, was mein letzter Award war. Das war A Promotion from the Bottom to the Top. Also irgendein Verein von der dritten Liga in die erste Liga geführt beim FM17. Ich glaube, das war San Marino Calcio, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere. Und irgendwann werde ich jetzt raushauen für meinen Nokia Award, weil der Typ einfach so geil ist. So, die Neujahrsvorschau interessiert uns nicht, aber das Spiel gegen Watford, Platz 17, auswärts. Portsmouth 6-1 gewonnen gegen Stoke. Während wir sehen, dass alle fit sind. Aber wer hat denn da die Tore gemacht? Ach, guck mal, Lewis guckt natürlich gleich in seinem ersten Spiel ein Törchen gemacht. Und ein Assist, war ja klar. Der wird auch gegen uns ein Tor machen. Wäre halt so typisch. Vermeulen hat 2 Tore gemacht. Oh, wer ist denn das? Gar nicht mitbekommen, dass sie sich noch einen Stürmer geholt haben, aber der hat auch nur 3 Tore bisher gemacht. Also so krass kann er nicht sein. Da ist Villas-Boas wahrscheinlich besser. Bei uns Calabria weiterhin nicht verfügbar. Luis und Evans sind fit. Gennaro Gattuso ist Trainer. Passt irgendwie so ein bisschen zu Watford, ne? Irgendwie, Watford ist für mich so eine... die pushen irgendwie immer, aber auch ein bisschen aggressiv. Ich glaube, das könnte gut passen zu Gattuso. Ich möchte mal kurz gucken, was Watford so gespielt hat, weil ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob wir das Unstrukturierte nochmal behalten sollen. Ich meine, jetzt gerade haben wir 4-0 gewonnen, aber gut, da muss man auch sagen, Watford war halt richtig schlecht. Wolverhampton, Mann! Sorry. Die haben gegen Burnley 5-1 verloren. Da haben sie 4-3-3 gespielt. Mich interessiert jetzt eigentlich auch wirklich nur, was sie spielen. 4-2-3-1, also sie wechseln mal anscheinend. Ja. Also hier, wo sie 4-3-3 gespielt haben, haben sie richtig auf den Sack bekommen. Sonst spielen sie immer 4-2-3-1. Ja gut, also erstmal aufstellen, ne? Kimpembe kommt wieder rein. Mit Jalo, ja. Die Licht hat ein gutes Spiel abgeliefert, aber würde gerne erstmal das so lassen. Nokio Panagopoulos kommt wieder rein. Dalot muss rein, hat aber auch stark gespielt. Calabria fällt noch ungefähr 2 Wochen aus. Salvador auf die Bank. Die Licht natürlich auf die Bank. Boah, ja. Ich weiß nicht. Steven Sharp geht auf jeden Fall auf die 10. Und eigentlich war Justin Zuber ein guter Kollege, der soll bitte auf rechts außen bleiben. Ousmane Dembélé macht dann das Spiel gleich gegen Oldham Athletic. So, Emerson schon. Oder nach dem Ding gerade muss er auf jeden Fall. Und in der Mitte Ruben Neves fand ich ein bisschen besser zuletzt. Und Emre Can kommt auch rein. Dann noch Strakosha und dann ist unsere Startelf schon fertig. Die Frage ist jetzt nur noch, ob wir wirklich auf das Unstrukturierte gehen oder ob wir ins Strukturierte gehen. Ich werde mal lieber Pogba mitnehmen. Ich lasse es so. Ich meine, wir stellen jetzt zwar um, aber die Mannschaft dürfte das auch hinbekommen. Und vielleicht brauchen wir wieder dieses extra Pushen, ne? So, Joao Pedro vorne, Harry Wilson auf den Außen mit Memphis, Diaz in der Mitte auf der 10. Delaney und Guezo auf der Doppel-6, Riedewald ist der Linksverteidiger und Pontus Dahlberg, den wir für eine halbe Saison bei Portsmouth hatten, ist im Tor. Auf geht's, Jungs. Bitte ein Dreier. So wie immer. City spielt gegen Arsenal, die Spurs gegen Liverpool. Chelsea gegen Burnley. Also spielen alle Interessanten gerade gleichzeitig. Ich hoffe, dass wir einen Sieg holen können. Da sind wir gleich mal am Ball mit Dalot. Der Einwurf, der ist mal richtig schlecht. Aber immerhin kommt er zurück. Die Flanke sieht besser aus. Und der Kopfball. Das war aber jetzt sehr viel Torwartauge, ne? Also Pontus, da hätte ich nicht gemacht. Irgendjemand führt es schon gerade. Aber wir gucken uns jetzt mal den Einwurf an. Ach, ähnlich wie bei uns, aber Memphis, ja, oh Gott, was war das denn, Jungs? Ey, nee. Aber was mich auch gerade wundert, war das echt Dalot gerade, der den Ball zurückgeköpft hat?
Weil wenn ja, was macht er da bitte? Warum steht Dalot dort? Hä? Junge, du bist Rechtsverteidiger. Leider liegen wir hinten. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum. Ach, Quatsch. Aha. Nee, also es macht eigentlich gar keinen Sinn, dass er da kurz steht auf der falschen Seite. Keine Ahnung, was Dalot da gerade gemacht hat. Aber es ist wie immer, ne? Du darfst den Spieler halt nicht loben. Ah, Mist. Eieiei. Seitenwechsel von Panagopoulos. Ich meine, ist ja zum Glück noch genug Zeit. Das ist ein schöner Ball und Nukeo, ah, probiert es früh, aber Dahlberg ist noch rechtzeitig unten auf der Linie. Ah, Mann. Wäre schön gewesen, schnell den Ausgleich zu machen. Vielleicht jetzt per Freistoß? Nee, war ganz gut, aber leider nicht gut genug. Wir hatten jetzt eigentlich das Tor gemacht. Chelsea führt gegen Burnley. Pushen auf jeden Fall, aber um links steht halt die nicht so schöne Situation, ne, mit dem 0:1. Und Stephen Sharp hat sich mal wieder verletzt. Das passiert ganz schön häufig, ne? Das ärgert mich sehr. Mögliche Fußverletzung. Dann gehe ich gleich auf einen Doppelsturm. Ich glaube, das können wir jetzt hier gebrauchen. Mit Salvador und Nukio. Schauen wir mal kurz, wie es passiert. Erstmal gucken, was Neves macht. Der sieht nicht so schlecht aus. Jallo! Sehr schön! Macht sein erstes Saisontor. Schöne Flanke von Ruben Neves. Und wir haben den Ausgleich. Den wichtigen. Dreht sich wunderschön und dann aus super spitzem Winkel, ne? Schafft er das. Da sieht Pontus Dahlberg nicht so toll aus dabei, aber wir beschweren uns nicht. So. Stephen Sharp verursacht selbst, indem er in Walker Peters reingrätscht. Super ärgerlich. Die Spurs führen gegen Liverpool. Ui. Und wir müssen jetzt halt versuchen, das 2:1 zu machen. In der ersten Halbzeit wäre noch überragend, aber die Zeit läuft uns davon. City führt 1:0 gegen Arsenal. Jesus hat das Tor gemacht und wir gehen in die Halbzeitpause mit diesem 1. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ach, Joao Pedro, ja, ja. 49. halt, ne? Die Nachspielzeit ist schon lange abgelaufen und dann kassieren wir noch so ein Ei. An den Pfosten und dann perfekt zurückgesprungen. Ach, ist das ein Pech. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Läuft nicht bei uns. Jungs, was soll die Scheiße, ha? Oh Gott, spielen die tief und eng. Ja, das sollten wir hinbekommen, komm. Also Flanken früh, ne? Das übliche Spiel im 4-4-2. Einfach jetzt aufhören, so einen Mist zu machen, dann wird das schon. Gehen hier ein bisschen offensiver auf der Doppel-6. Und probieren es dann in Halbzeit 2. Levitt kommt rein für Luis Diaz. Ich glaube, das ist einfach 10er für 10er. Ist es nicht, die gehen auf 4-3-3. Ach, ja gut, das ist das Problem am Doppelsturm, dass dann keiner zurückkommt, auf der 10er-Position dort den Ball zu bekommen. Ja, das ist nix. Da muss man auch keine Angst davor haben, wenn da so ein Schuss kommt. Ich gehe jetzt schon mal auf sehr offensiv. Cialo mit Gelb, ja, wir passen auf. Ist nicht umsonst gerade der Spieler mit der besten Note. Arsenal mit dem Ausgleich. Ntoyi hat das Tor gemacht. Und wir beißen uns aktuell die Zähne aus. Eine halbe Stunde ist noch zu spielen. Ball mal auf Justin Zuber. Ah, bleibt hängen und dann, ja, dann macht er auch nichts danach, ne? Gut gemacht von Dalot. Jetzt vielleicht ein bisschen schneller zu schlagen, aber Watford steht halt so tief drinne hinten. Ja, das wird nix. Zum Glück ist der Kopfball schlecht, aber der ist noch schlechter.
Oh, und der kommt dann durch. Das darf jetzt nicht passieren. Konterchance für Depay und für João Pedro, der einfach vorbeigeht. Okay. Ja, das hier ist auch schwer nix. Usman kommt rein für Justin Zuba. Mann, 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 Jungs. Watford halt ein Torschuss, ne? Ah, Salvador wäre schon losgerannt, hat Panna aber nicht gesehen. Jetzt kriegt er den Ball. Schöner Ball auf Nukeo. Yes, nice one. 2-2. Wir bleiben so. Wir wollen die Führung. Und selbst wenn Watford hat ja auch nichts gemacht, als wir jetzt die letzten 20 Minuten auf sehr offensiv waren. Ist ja schön, weiter so. Eventuell Pogba rein für Neves, für mehr Dynamik. Oder eine andere Dynamik eher. Ja, wieder so ein blöder Kopfball. Aber das ist halt wirklich das Problem, ne? 4-4-2, da sind die Stürmer jetzt einfach nicht da auf dieser Position, wo normalerweise dann Steven Sharp den Ball jetzt bekommen würde. Ja, das ist so. Nee! Das ist jetzt aber halt auch ganz schön verarsche, oder? Mal ganz ehrlich. Oh Gott, ist der Koscher. Wie kann das jemals passieren? Ach du Schande, ey. Ach du Schande. Ach du Schande, ey. Der zweite Torschuss gibt es 3-2 für Watford. Alter Strakosche. Eieieiei. Ah, kommt nicht durch. Schön nachgesetzt von Panagopoulos. Geht doch. 3-3. Ich bleib so. Ich will das 4-3 für uns. Josh Earl kommt rein für Salcedo. Ist risky jetzt. Aber ich möchte das 4-3 von uns sehen. Kommt schon, Jungs. Einen Wechsel hätte ich noch. Das wird jetzt dann wirklich Pogba für Neves. Nee, das wird nicht Pogba für Neves. Das wird Pogba für Emre Can und Neves geht auf die 6. 4 Minuten Nachspielzeit. Können nichts mehr zurufen. Dann werden wir leider noch eine Szene sehen von Watford. Viel Platz da unten, aber das ist gar nichts. Und dann endet es mit einem 3-3. Ach, was für Gegentore, ey. 30 zu 9 Schüsse, 13 zu 2 aufs Tor und wir spielen ein 3 zu 3. Ist logischerweise viel zu wenig für dieses Spiel. Es verteilt es auch ganz schön schlecht wieder. Aber die Gegentore, ne? Super, super Pech halt. 8 bis 10 Tage fällt Steven Sharp aus. Lucio bekommt in einem weiteren Ligator 950.000. Ach, es ist ärgerlich, ey. So eine Kack-Gegentore, ey. Kannst halt auch keinem erzählen. So, die Spurs haben 2-0 gegen Liverpool gewonnen. Die haben eine rote Karte bekommen mit João Felix. City hat das Spiel nochmal gedreht, nachdem Arsenal das Spiel gedreht hat. Das Ganze in der 89. Die haben 3-2 gewonnen, kommen also an uns ran. Auch Chelsea kommt an uns ran mit dem 1-0, welches sie früher erzielt haben gegen Burnley. Und nur Liverpool macht's nicht gut. 2 Punkte nur Vorsprung auf City. Aber super ärgerlich halt, ne, weil das hätte ein Sieg werden müssen. Nächste Folge haben wir dann EFL Cup, Halbfinale Hinspiel gegen die Spurs. Ist ja auch immer noch ganz schön schwammig, was so die Saisonleistung der Spurs angeht. Also weiß man nicht wirklich, wohin das Spiel da gehen kann. Jetzt haben sie halt gegen Liverpool gewonnen, allerdings auch mit einer roten Karte. Gut, es gibt auch Vereine, die führen halt 3-0 gegen Liverpool mit einer roten Karte von Liverpool und verlieren dann halt noch, ne? Soll es ja alles geben.
Lewis Cook bisher der einzige Transfer in der Premier League. Sharp wird leider halt auch ausfallen für das Spurs-Spiel. Das soll uns jetzt aber nicht so hindern. Ich glaube, wir werden jetzt gleich gegen Oldham einfach auf ein klassisches 4-4-2 gehen mit Evans und Salvador vorne. Dann werden wir hinten natürlich auf den Cupkeeper setzen mit der Thorn, auch wenn Strikocha so oder so das jetzt verdient hätte, mal draußen zu sitzen. Bei Dalot bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Chilwell auf links. Jota natürlich vorne. Dann holen wir uns Salvador rein. Der geht dann, wie gesagt, gleich mal auf den Doppelsturm. Evans dürfte dann auch wieder fit sein. Rechts nehmen wir Ousmane Dembélé auf der 8. Vielleicht mal Harry Winks. Luis dann wohl auf der 6. Und hinten César und De Ligt, würde ich sagen. Das sollte dann passen. Und Rechtsverteidiger bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil Dalot würde ich schon gerne fit haben für das Spiel gegen die Spurs. Und bis dahin ist Calabria noch nicht fit genug. Der wird erst nach Leicester wahrscheinlich fit genug sein. Für 90 Minuten. Hätten wir noch was in der U23? AD Moss? Ja, komm, nehmen wir AD Moss mit. Dann passt es schon. Wen wollen wir jetzt hier eigentlich noch verkaufen? Alle am besten. Bieten wir also einfach mal alle an, ne? Callum Allen nehmen wir mal raus hier, weil der ist ja gerade im Gespräch. Und dann kommt AD Moss rein für dieses Spiel. Darf sein Debüt feiern und sich beweisen. Und hoffentlich kommen wir trotzdem weiter, ne? Keine Angebote für 15 Spieler. Und Inter möchte Emerson haben. Das könnt ihr mal schön vergessen. Und ich glaube, bei Oldham müssen wir jetzt gar nicht irgendwie auf großartig was achten, weil ganz ehrlich, das wird ein Sieg. Die Frage ist nur, ob wir das souverän machen oder halt nicht. Und dann haben wir auch schon Schluss für diese Folge nach diesem Spiel. Leicester weiß ich auch nicht so nächste Folge, ne? Ich glaube, das wird richtig fies. Die haben schon dem ein oder anderen großen Verein wehgetan in dieser Saison. Haben die nicht auch gegen uns einen Unentschieden geholt oder so? Ich weiß es nicht mehr. Es sind auf jeden Fall auch viel zu viele Unentschieden und viel zu viele Gegentore, die wir bekommen. Alleine jetzt halt schon wieder drei Gegentore, das ist halt, nee. Ja, was für Gegentore halt schon wieder, ne? Das ist dann immer so die Sache. Ich meine, es kann jetzt nicht an der Taktik liegen, dass da halt so ein 50 Meter Distanzschuss mit 2 km/h einfach durchflutscht. Also keine Ahnung, was dabei Strakosha auf einmal im Kopf falsch war. Dann halt das Pfostenrückprall-Tor war auch super, super ärgerlich. Justin Subba wird bestimmt nicht zu Real Madrid wechseln. Das könnt ihr euch alle schön abschminken. Leicester wäre auf Platz 10. Falls wir weiterkommen sollten, nehmen wir noch die Auslosung mit gleich für die vierte Runde im FA Cup. Alle fit bis auf Calabria, so wie man das erwartet hat. Und bis auf Stephen Sharp logischerweise. Die Banken müssen wir noch fix befüllen. Das wird schnell gemacht mit Neves, Emerson, Gelaber, Jallo. Dazu Justin Zuba, Panagopoulos und Nokeo und schon kann's losgehen. Wir müssen noch AD Moss dann eine Rücknummer geben. Der kriegt die, ja, 51, ne? Klingt auch nach einer guten Nummer. Auf geht's. Strukturiertes 4-2-3-1, einfach nur, weil das besser passt für die 4-4-2-Taktik, die wir jetzt spielen werden. Ich glaube, beim Gegner werden wir nicht einen Spieler kennen, also auf geht's, Jungs. Evans wird nach vorne gezogen. Bleibt eine hängende Spitze und dann sollten wir aber tauschen. Nee, nee, ist richtig. Also, auf geht's. Und bitte ohne Gegentor jetzt mal, ne? Vor allem nach dem Mist eben will ich keine Gegentore mehr sehen heute. Oh, kein Foul von Jota. Und 1 zu 0 nach 20 Sekunden von Salvador. Okay.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das nicht gepfiffen wird von Jota gegen den Gegner. Ich glaube, gegen Masters war es. War für mich schon ein bisschen sehr aggressiv. Na, aber Ball wird eigentlich gespielt. Also eigentlich ist es fair. Und aus dem Winkel dann das Tor von Salvador, sehr schön. Okay, ich wollte eigentlich gucken, wer noch so spielt. Aber erstmal der Eckball von Dembélé und das... Oh, nicht das Tor von Salvador, schade. Oh, Arsenal gegen Portsmouth. Chelsea gegen die Spurs, Eieiei. Würde uns ja auch schon wieder helfen eigentlich, ne, in der Zukunft. Wenn wir da nicht unbedingt alle Großen drin haben. So oder so, irgendwann werden wir da gegen Liverpool oder City spielen müssen. So wie immer. Haben wir auch schon im EFL Cup gesagt. Ah, macht das gut. Schöne Bewegung von Jota und Salvador. Ja, Chapman nicht sicher, aber gut. Kennen wir ja nur zu gut dank Strakoscher Karte. Vor allem halt vorher noch Platz 2 bei der besten Torhüterwahl werden, ne? Und dann sowas. Ja gut, ich meine, wir sind hier immer noch auf Platz 1. Nur es macht mir halt echt große Sorgen, dass wir so viele Gegentore kassieren. Evans, probiert's mal. Es sind übrigens erst 6,5 Minuten um, ne? Also, ist schon krass, wie wir heftig dominieren. Auch hier in der Übersicht, in der taktischen Analyse ist das unglaublich. Aber jetzt scheinen wir ein bisschen ruhiger zu machen. Liverpool führt schon gegen Lincoln City. Und Portsmouth führt gegen Arsenal. Nathan Ake. Und Dembélés Eckball, landet am ersten Pfosten und wird dort sofort zu einem Konter umgewandelt. Also bitte. Ich mache das stark, aber Ball landet nur wieder beim Gegner, bei Potts. Ja, kein Problem erstmal, aber auch hier wieder der Kopfball, ne, den man rausklärt, der wieder nicht zu uns kommt. Jota macht das gut, aber scheint mal wieder keinen Bock zu haben. Guter Ball auf Dembélé und der Schuss, der ist nix, der hätte ruhig nochmal abspielen können. Newcastle in Führung gegangen. Oh, mal gucken, was noch so kommt. Ja, das ist ein schöner Ball auf Ben Chilwell. Der kann flanken und... Oh, Evans kann anscheinend leider nicht köpfen. Was hat er denn eigentlich? Ja, 9 bei Kopfballtechnik. 13 Abschluss. Physis ist gut. Determination geht auch ordentlich hoch, aber... Mehr als für ein Backup wird es dieses Jahr nicht mehr reichen. Steht immer noch 1-0, ne? Wir haben so viele Chancen, aber ha, das alte Spiel, ne? Ah. Ey, die Moss ist ja auch unauffällig, aber muss ja nichts Schlimmes heißen. Jetzt kriegt er mal den Ball. Sieht ganz schön klein aus. Die Flanke ist aber sehr gut und holt sich fast den Assist leider. Zielt Jota ein bisschen zu weit nach links. Das ist ein Ball, der abgeblockt wird von Chapman, aber AD Moss ist leider auch im Abseits. Moss ist 1,62. Ups. Süß. Weg bitte, danke. Jota, den macht er jetzt rein, 2-0. Aber es passt bei AD Moss nicht wirklich zusammen, ne? Sein In-Game-Model ist halt viel, viel dunkler als sein New Gen Face. Ich bin gespannt, ob sie das dann im FM20 besser machen. Sie bringen ja neue New Gen Faces oder Regen Faces. Freue ich mich sehr drauf, weil das ist für mich mit der wichtigste Punkt eigentlich, weil wenn du halt ein paar Jahre spielst, dann kommst du halt nicht drum rum, dass deine Mannschaft halt komplett aus New Gens irgendwann besteht. Also oft nur aus generierten Spielern. Und wenn das Porträt dann, das 2D-Porträt dann überhaupt nicht übereinstimmt mit dem, was im 3D-Modus passiert, dann wirkt es irgendwie super strange. Und wenn jetzt, das kam ja auch schon des Öfteren vor, gerade letztes Jahr, dass die einfach die Hautfarbe ändern, ne? Ich meine, mein Spieler aus fucking Südkorea, ne? Er war einfach dann schwarz. Ich meine,
es kann ja viel passieren, aber das halte ich für ein bisschen unwahrscheinlich, ne? Also es gibt ja halt den. Nee, also wirklich. Macht er da den umgekehrten Michael Jackson oder was? WTF halt. Wie das. Boah, schade, der Licht. Wie das halt auch passieren kann, das verstehe ich halt nicht, ne? Dass du halt irgendwie was im Code drin hast, dass die Hautfarben sich der Spieler sich verändern. Ich meine, wie geht das? Oder fällt es keinem auf? Und vor allem, wie lange das denn halt drin blieb, ne? Dieses Jahr ging es ein bisschen besser. Ich meine, Eddie Moss ist jetzt auch nicht Mr. Weißbrot, ne, oder sowas. Also, ist schon okay, ist jetzt auch nicht so schlimm oder so. Aber letztes Jahr war halt wirklich richtig schlimm. Weil irgendwo, weißt du, wenn dann halt wirklich da dein, ich weiß gar nicht mehr, Yunjin irgendwas hieß er, halt mein Südkoreaner, wenn der dann halt von Hexcode FFF zu Hexcode 000 geht, das ist Schwachsinn eigentlich. Ja, gut, am Ende des Tages ist es auch nicht so wichtig, aber trotzdem, es wirkt super strange, dass so ein Bug halt drin ist. Jetzt, wie gesagt, bei AD Most ist okay. Ich meine, ist jetzt nichts, was jetzt krass auffällt, aber. Oh, schade. Aber war ja wirklich die ganze Zeit perplex, dass halt sowas drin ist und so lange drin geblieben ist. So dumm, wie es halt auch klingt, eigentlich, ne? Ah, gut, man muss ja dieses Jahr, das ist dieses Jahr, man muss ja heutzutage wirklich aufpassen, was man sagt, weil man ja unbedingt politisch korrekt sein möchte. Aber es ist halt so, dass es Schwachsinn ist, dass ein Spieler einfach die Hautfarbe verändert im FM. So ist es halt immer. So, Jota, auf, Evans. Haben schon die 88. Minute. Es passiert gar nichts mit der zweiten Halbzeit, ne? Also es. Ja, gut. Ich will ja auch nur das Spiel fertig haben und dann die Auslosung haben. Würde mir dann gerne nochmal einen etwas machbareren Verein wünschen, ne? Aber mal gucken, vor allem was die anderen auch machen. So, wir spielen es ruhig, sehr ruhig. Schöner Ball auf Chilwell. Ah, Dembélé, oh, geiler Abschluss, Alter, Dembélé, super Abschluss, nice one. Also wir haben ja schon viele Spieler gehabt, ne? Aber Dembélé, ich weiß nicht, was er hat. Aber der kann die Bälle jetzt hier aus dem spitzen Winkel irgendwie auch mal richtig gut reinmachen. Weil Justin Zuber, der kann das zum Beispiel nicht. Aber gut, Dembélé hat auch krasse Werte, logischerweise. Aber Panna macht das auch nicht so oft. Wobei Panna auf einer anderen Rolle ist und dann auch meistens eher reinrückt, um einen Kopfball zu machen. Und nur weil jetzt Justin Zuber halt vielleicht ein bisschen besser dieses Jahr ist, ist der Milli auch immer noch ein krasser Spieler. 3 zu 0 gewinnen wir gegen Oldham Athletic. Ja, da haben wir mal kurz das Spiel runtergerotzt, ne, sozusagen. Kam jetzt nicht großartig hier was raus. Aber, boah, eben auch so dieses Jahr, ne, boah, dieses Spiel mal nicht. Was hier? Oh, Portsmouth hat noch verloren. Ah, schade. 4 zu 2 hat Arsenal gewonnen. Chelsea gegen Tottenham muss ins Wiederholungsspiel und Liverpool 5-1. Pellegrini sehen wir auch immer weniger jetzt, ne? Ja, ich wahrscheinlich. Spielt aber genug. Aber hat auch nur 9 Tore gemacht. Aber wenn ich jemanden sehe, dann ist es Eddies übrigens. Tejiro mal wieder ein Tor gemacht. Wenn ich jemanden sehe bei Liverpool, dann ist es Eddie Salcedo. Der aber genauso viele Premier League-Spiele hatte. Sonst nichts Krasses, ne? Wolverhampton gegen Norwich nur 0 zu 0. Mal schauen, was wir dann gleich in der Auslosung bekommen. Moss Profidebüt war gut, ne? Also unauffällig, aber paar gute Bälle geschlagen. War okay. Also guter Mann. Falls wir mal wieder einen bräuchten, kann er ruhig nochmal hochgezogen werden. Auch wenn er jetzt nicht die besten Stats hat, aber für Oldham wird es halt reichen. Jetzt kommt er aber erstmal wieder in die 23 zurück. Dembélé wurde, glaube ich, Man of the Match, aber ja, haben sich viele nicht so viel genommen, ne? Jetzt halt mal gucken, was wir in der vierten Runde bekommen.
Also wenn wirklich Van Bommel wieder dieses enge System spielt, dann muss der aber auch langsam mal gezündet werden, ne? Bin gespannt nächste Folge. So, also jetzt aber erstmal die Auslosung für die nächste Runde. Sind viele, die noch nicht bestätigt sind. Oh, Chelsea oder Tottenham. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Swindon Town bekommen die. Crewe Alexandra gegen Huddersfield, Everton oder Bristol gegen Birmingham, West Ham gegen Nottingham oder Derby County. Fulham spielt gegen uns. Alles klar. Arsenal gegen Norwich oder Wolverhampton. Dann haben wir West Brom oder City. Die haben, ich glaube, die spielen aber noch. Gegen Peterborough oder Watford. Ja, Fulham ist machbar, aber Liverpool hat das bessere Los mit Burton oder Grimsby Town. Ja, Fulham momentan auf Platz 18. Ja, muss man natürlich bekommen. Also muss man hinkriegen, sagen wir es so. Gut. Ja, sind wir durch für heute. Wieder viele Gegentore bekommen, aber auch wieder viele Tore gemacht. Müssen wir aufpassen, ne? Irgendwie. Ach, ich weiß nicht. Ich meine, ihr wisst ja, ich bin immer so negativ und so, aber es macht mich schon Sorge, wie viele Gegentore wir einfach bekommen. Allerdings ist es halt bisher auch so gewesen. Es ist egal, ob es Watford, Chelsea, Spurs, City ist. Wir bekommen gegen jeden irgendwie die gleiche Anzahl an Gegentore. Von City haben wir 3 kassiert, von Leicester haben wir 4 kassiert, Alter. Dann haben wir 3 von Watford und von Everton kassiert, 2 von Burnley. Watford hat uns 4 eingeschenkt insgesamt. Ja, dann kassierst du aber halt keinen gegen Liverpool zum Beispiel. Das ist super strange bei uns. Dafür aber auch mit Abstand die meisten Tore gemacht. 16 mehr als Liverpool. Dank Nuno halt, ne? Unseren Ballon d'Or-Gewinner. Was ein geiler Typ, ey. Ich bin ja schon kurz davor, mir einfach ein fucking Trikot mit ihm zu kaufen. Einfach nur, weil er so krass ist. Aber ich glaube, dann würde ich mir wirklich ein Portsmouth-Trikot kaufen. Einfach nur wegen der. Weil er da der OG ist, ne, sozusagen. Weil hier ist er natürlich kein Fake oder so, aber OG war auf jeden Fall Portsmouth und United ist nur der nächste Schritt sozusagen. Oder Panna, ne? Panna wäre natürlich auch geil. Ich meine, läuft so ein Typ durch Berlin, ne, mit einem Portsmouth-Trikot mit Panagopoulos drauf. Das würde ich jetzt auch nicht wirklich erwarten, dass ich das jemals sehen würde. Naja, gut. Spielereien im Kopf, ne? Nächste Folge also gegen die Spurs, EFL Cup Hinspiel, dann Leicester, gegen die haben wir halt 4-2 verloren, haben wir gerade gesehen. Dann Chelsea, wichtiges Spiel, um Platz 1 zu festigen. Und dann übernächste Folge wieder die Spurs. Also, bis dahin, ne? Tschö!